So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Guck mal, ich sehe aus wie Two-Face, einmal blass und einmal käsig. Also, wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Guckt euch das tolle Wetter an. Grund genug, heute mal Kinder-Cola zu testen, ne? Wir haben nämlich hier zwei Produkte für euch. Einmal in der Flasche Benny Cola for Kids ohne Koffein mit natürlichem Aroma. Ohne Phosphorsäure, mit Vitamin C und hier ist übrigens ein, das ist ein, was ist das auf dem Skateboard? Das ist ein Tiger, genau. Und wir haben einmal Kinder Cola von MS Arena Drinks. Ohne Koffein, weniger Zucker, Ido und Mats trinken gerne Kinder-Cola. Nicht nur für kleine und große Kicker. Vegan, glutenfrei, laktosefrei, kalorienarm, ohne Süßungsmittel, ohne Konservierungsstoffe. Das ist also Ida und Mats, ne, wie man sie kennt. Und hinten ist noch Jakob. Bruder Jakob, ihr versteht, Jakob schmeckt's wie echte Cola, muss man ja dazu schreiben, sonst kauft's ja keiner. Ida, Mats, Jakob, das Dreiergespann gegen Benny Cola für Kids, was ein Tiger auf dem Skateboard ist. Dafür haben wir uns jetzt hier aber unser Berliner Luftgläschen geholt. Wenn jetzt erstmal die Flasche aufmachen, werden wir mal gucken, wie so ein Benny schmeckt. Einmal hier. Wir nehmen natürlich nur einen kleinen Shot, also bis zu dieser Markierung wird er aufgefüllt, ne? So, einmal hier, Benny Cola für Kids. Hätte man vielleicht ein bisschen kühlen müssen, dass es nicht so warm ist. Es ist eigentlich nur Säure und Schaum im Mund gerade. Geschmack habe ich irgendwie gar nicht, da könnt ihr genauso eigentlich Leitungswasser nehmen und eine Tonne Zucker reinpacken, dann schmeckt es einfach auch nur süß und das war's. Also der Benny macht keinen guten Start, aber wir haben ja eine Dose Kinder-Cola mit Ida, Mats und Jakob und da warte ich mir jetzt einiges. Jetzt machen wir nämlich die auf und gucken mal. Dosen finde ich sowieso immer besser als Flaschen, das ist so oldschool. Packen das jetzt mal hier rein. Werfen das in die Ecke. Ein Berliner Luftgläschen von Kinder-Cola. Cola für Kids und Kinder-Cola. Also es ist, was schreibst du da in dem Titel? Kinder-Cola versus Cola für Kids. Das ist genial. Probieren wir mal Ida und Mats. Da ist nicht so viel Schaum da. Das schmeckt auch nicht so süß. Das hat mit Cola noch weniger zu tun als das erste, glaube ich. Das heißt, am besten wir probieren einfach beides zusammen. Dafür haben wir hier das auf die dicken Bierglas. Da können wir jetzt hier Benny reinfüllen bis zum Erbrechen. Benny, guck dir das an, wie der Benny sich da freut. Das besteht wirklich nur aus Schaum. So, Rossa, der Benny ist nämlich leer. Und jetzt kommen die Kinder-Cola hinterher. Diese hier aus dieser Dose. Merkt euch, wenn ihr irgendwas testet oder irgendwas trinken wollt, stellt es einfach immer 3 Jahre in den Kühlschrank und trinkt es erst danach. Ansonsten hat das alles irgendwie gar keinen Sinn. Alter, wie viel ist denn das? Ich dachte, das ist... Nee, warte mal, das ist ja schon... Das sind ja schon 0,33 Liter. Das sind auch 330 Milliliter. Das heißt insgesamt... hätte ich wohl doch ein großes Shotglas nehmen sollen, weil das Cola-Glas jetzt irgendwie schon voll ist. Das ist die blanke Säure. Das Cola-Glas ist schon voll. Wir füllen mal noch weiter und wir haben es geschafft, schön bis zum Rand das Cola-Glas zu füllen. So seht ihr das gleich nochmal, wie das hier steht. Kann ich euch mal von der Sparte zeigen. Kinder-Cola in der Dose, Benny-Cola für Kids und das ist das Glas. Und das werde ich mir jetzt mal reintrinken für den vollen Geschmack. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr auch schon mal Kinder-Cola probiert oder Cola für Kids? Was kennt ihr noch für Kinder-Cola? Welche Firmen, welche Marken, welche Namen? Ich guck mal, ob ich das jetzt hier trinken kann. So, Prost, Ispo.
Oh, da fühlt sie sich gleich wieder wie ein kleines Kind, ne? Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ich glaube, die gemischte Edition war einfach die beste.